Willkommen bei Baldur's Gate 3 hier in der Stadt mit dieser tollen Musik. Ja, ich liebe immer die Musik von Baldur's Gate, ne? Kann man ja mal sagen, oder? Ich liebe sie wirklich. Egal wo. Das brauchen wir alles nicht mitnehmen eigentlich. Ne? Da unten ist schon wieder Clown. Ah, das ist doof. Dann klauen wir da nichts. Warum hier nichts klauen ist, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich, weil da nichts drin ist oder nur ein Fetzen. Die sagen so, guck mal rein, nimm mal mit, was du kriegen kannst. Vielleicht. Beuteliste aktueller 10 Tag. Flüchtlinge und Kopfgelder, Bezirk Würmbrück. Zur Erinnerung, sofern der Mann eben nichts anderweitig sagt, bezahlt er nur das halbe Kopfgeld, wenn der Flüchtling tot abgeliefert wird. Tut Fotsletweit, gebrochenes Versprechen, 10 Gold. Der maskierte Weingarun, bewaffneter Raub, 60 Gold. Dirkster Zangemann, Identitätsdiebstahl, 12 Gold. Kantarides, Beleidigung des zukünftigen Erzherzogs, 8 Gold. Dr. Hengis, Mord, durch langsames Gift, 140 Gold. Umf Brogan, Agent der Eisenhandgnome, 50 Gold. Okay. Was haben wir hier noch? Spezialauftrag! Sondererlass Eisenhandgnome. Hiermit wird angeordnet, dass diese berüchtigten Terroristen und brutalen Störer des Friedens zu töten sind, sobald sie irgendwo gesehen werden. Der versucht, sie zu verhaften, um sie zu verhören oder ihnen den Prozess zu machen, wäre für die örtliche Offiziere zu gefährlich. Gezeichnet Herzog Ulda Ravengard. Ehrlich, sind die so gefährlich? Ich meine, das ist der alte Herzog, ne? Oder die haben das schon manipuliert. Wir wissen es nicht. Faust Azarit. Greetings. Oh, ha, sei gegrüßt selber. Faust Wiese. Wir gucken hier nur mal rein. Joa. Ist ja nicht rot, ne? Astarion? Ich glaube, manchmal ist das Spiel auch so ein Bug, wo das nicht angezeigt wird. Und dann darfst du noch einmal benutzen. Och, come on. Astarion, bitte. Wie viel haben wir denn eigentlich? 4, 8, 12, ne? Davon noch 1, 13. Und wir können maximal noch 4 dazu kriegen, 17. Das heißt, wir brauchen nur in Anführungsstrichen eine 13 würfeln. Ja, ist das korrekt? Ich glaube schon. Astarion, wieso schaffst du nicht eine 13 oder 15? Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Geht doch. Muss ja nicht so hoch würfeln, nur ein bisschen. Über 13 kann man doch. Schwarzer Diamant, komm. Astarion, das willst du doch mitnehmen, du kleiner Stabiler. So. Was? Was denn? Das war nichts. Das ist nicht Clown. Hä? Siehst du, er nickt auch gerade. Boah, die nehmen wir auch noch mit. Da hinten Zweihandhammer, Großschwert, kann man alles verkaufen. Da kommen zwei Leute und nehmen einfach alles mit. Hier, das können wir doch dann auch mitnehmen. Ist ja auch nicht klauen. Ich weiß nicht warum. Astarion klaut nichts. Wir räumen nur auf, ja? Okay.
Wir sind der Aufräumdienst hier. What's in here? Wir sortieren auch die Regale. Cool. Gut, dann gehen wir wieder, Männers. Tschüss. Waren doch nur Männer drin. Männer und Frauen. Egal. Wollen keinen vor den Kopf stoßen. So, geht's weiter. Kann ja alles unter der Rüstung sein, oder nicht? Weiß ich doch nicht. Dies wies ich doch nicht. Gut. Wer hat noch nicht so viel getragen? Karlach kann noch ein bisschen mitnehmen, oder? Hier, nimm mal die Armbrust mit. Und den langen Bogen. Da müssen wir aufpassen, wie viel wir noch tragen können. Langsperrt und ich hoffe, wir finden schnell. Wirklich. Ich glaube, Karlach kann gleich wirklich nichts mehr tragen. Ich kann Astarion wieder sammeln. Leichten Hammer, Morgenstern, alles mitnehmen. Ich nehme nur nichts mit, was rot markiert ist, weil das heißt klauen. Ich klaue nichts in der Stadt, wir sind nett. Hier sind nur der Aufräumdienst. Was die hier zurückgelassen haben beim Essen. Glau. Und nicht mal aufgegessen haben sie. Und gleich kommen sie von der Arbeit. Oh, wo ist das leckere Essen? Ja, hier ist nichts. Alles weg. Astarion hat das genommen. So, noch den Teller bitte. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Cool. Wie überladen sind wir? Ein bisschen geht noch. Gut. Astarions Waffe backt immer doch. Ist egal. Vielleicht sollten wir die mal ausrüsten und nicht ausrüsten, Leute. So. Das war die doch, oder? Die andere ist das. Wenn wir die so rum haben... Ist die so schwarz? Nee, eigentlich nicht, ne? Schwert des klammernden Schattens. Okay, könnte auch ein Feature sein, des klammernden Schattens. Aber warum ist die andere dann auch so gewesen? Von der Frau. Oh, wer hat ja auch einen Schatten? Also ich meine eine Schattenwaffe. Aber die backt doch auch so beim Lauf. Ach, ich habe keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Komm, wir haben hier ein paar Tränke noch. Noch ein Metallschild. Noch ein Langschild, noch ein Heilungstrank. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Können wir denn hier noch hochgehen? Mal gucken. Wir erkunden die Stadt heute. Ich freue mich schon so, weil... Ich meine... kommen immer näher an alles. Gut, wir sind schon jetzt überladen. So, Schattenherz kriegt dann nochmal diese Armbrust hier bitte. Denn nicht mehr so überladen. Wer kann noch was einstecken? Schattenherz und Karlach. Gleich sind wir hier fertig und aber noch kein Händler. Ich will doch einen Händler, bitte. Lasst uns schnell einen Händler finden gleich, wenn wir hier fertig sind. Oh, hier ist einer. Faust Niran. No trespassing. Got it? Okay, ich verschwinde hier. Hä? Aber das ist doch nicht unerlaubt. Da war nirgendwo ein Zeichen, dass ich hier nicht rein darf. Verschwindet ja aber auch schon wieder. Tschüss. Bei erstmal müssen wir alles mitnehmen. Noch so ein Metallschild. Streitkolben. Langschwert.
Sind wir jetzt überladen? Immer noch nicht. Das ist ja wunderbar. Aber ganz knapp dran. Eine schwere Truhe, komm. Oh, Astarion, Sachen doch. Komm, Astarion. Da muss das nicht sortiert werden, wenn du das einsammelst. Thank you very much. So. Ja, da ist nur eine Fackel drin. Ja. Na, gucken wir mal in der Stadt. Ich bin sehr gespannt, was heute in der Stadt ist. Also, wir sind ja die ganze Zeit in so einer... Ist das die Vorstadt oder sowas? Auf jeden Fall. Wir gehen schon runter. Wir sollen das nicht betreten. Entschuldigung, Entschuldigung. Auf jeden Fall kommen wir immer näher der Stadt. Und da sind immer mehr Leute, Sachen. Was ist denn jetzt los? Irgendwas getan? Was ist denn hier los? Crack. Mrs. and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Didn't expect to find it locked down tighter than a watcher's fist. Du meinst, man kommt trotzdem nicht rein? Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. Echt? Ach, wegen der Krönung. Ja, okay. Aber die ist ja nur heute dann, ne? Ein Tag. Kläre die Morde im Tempel der Hand auf, was? So hat sich das aktualisiert. Wo wir angekommen sind? Vermutlich, ne? Was haben wir? Eine Doppeltür, okay. Hier haben wir einen Siegelkreis. Erstmal aktivieren. Hat sich bestimmt auch selbst aktiviert. Ich habe immer so ein... Keine Ahnung. Ich muss immer noch nachgucken. Der innere Monk. Nachher ist doch nicht aktiviert und dann. Was war denn das für Musik? Bitte weiter. Die Geigenmusik war cool. Hier ist nichts. Da auch nicht. Nur die da hinten, ne? Layla. Why are some people so strange about Charesse's caress? It's just sex. Okay, wenn du das sagst. Oh, we're not queuing for Charesse's caress. Not yet, anyway. Head on in. Oh, okay. People are just walking into Charesse's caress like it was any old business. No disrespect to you, of course, if you're Patron. Hä? Sagst du? Ich hab doch gar nicht... Ich komm doch gar nicht von da. Ich weiß doch gar nicht, was das hier ist. Also wirklich, mir Unterstellung zu. Sehe ich so aus? Todrick Shedeva. Verkaufst du handeln? Ja. Toll, du hast nur 300. Das mal hier ans Lager senden. Vielleicht behalten wir den Ring, obwohl wir den eh nicht benutzen. Zurückgelassenes Medaillon, okay. Eine Mistgabel. Ja, komm, das andere kommt alles weg. So ein Steinchen, das Kinderbild und sowas. Das ist ja alles ans Lager, bitte. Ans Lager, ans Lager. Weizen, das ist aber das Verrottete, ne, oder? Ich verkauf's einfach mal. Ein Bauklotz weg damit. Der Ball auch. Das war aber nicht Kratzers Ball, oder? Lieber doch nicht verkaufen, bin mir nicht sicher. Nach einem Bug steht nur Ball und Kratzers Ball ist weg und der ist dann sauer auf mich. Nee, 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 nee. Angst. Schon mal ein bisschen was verkaufen. Wieso haben wir denn fast nichts im Inventar? Da können
wir ja noch was sammeln, oder? Naja, ein bisschen was können wir dann ja... Nein, nicht die Fackel. Verkauf. Sag ja ein bisschen was, bis 300 Gold. Okay, wir sind schon fast drüber. Wir sind spendabel. Er hatte nur Fisch zu verkaufen, ne? Wir können ihn noch den Fisch abkaufen, ja. Der macht 100. Da können wir noch ein bisschen was loswerden, so. Zack. Ja, so passt. So. Wir haben dir alles abgekauft und dein Gold weggenommen. Jetzt hast du ein paar Sachen. Come back soon. Fresh catch every day, guaranteed. Gut. Ich hoffe, du kommst damit über die Runden, was auch immer, warum das so, ich weiß nicht, aber okay. Einfach mal getauscht. Ich wünschte ja noch irgendwo wären noch mehr Sachen. Ich müsste, glaube ich, mal auch die paar Tränke aus, ne? Ich meine, wir sind voll, obwohl... Ach, das ist nicht Astarion. Doof. Pfeil des Tiertötens und Totentötens. Okay. Dann hätten wir noch so einen Feuerpfeil und das war's dann mit den Pfeilen, ne? So, perfekt. Hier noch ein Feuerpfeil hin. Pop. Ach, ich glaube, ich müsste dann hier mal alle anderen Sachen wegtun. Die ganzen Tränke wahrscheinlich hier. 15 Stück, 16, 18, 9, 10, 11, 12 Hunderte. Oder die anderen sammeln einfach. Das mache ich aber offscreen, weil, ne? You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Ich sehe es mir mal an. Ich wollte Kunst verkaufen. Wir haben hier noch Färbemittel und so, ne? Aber du hast kein Gold dabei. Doch, hat er. Hat er. Schimmertanz durchleuchten. Hm. Komm, alles verkaufen. Brauchen wir nicht. Wie viel kostet das? Okay, 300 haben wir schon. Doch das hier 400, er hat 600, ne? Cool wäre, wenn Karlach alles verkaufen könnte jetzt. Ring ohne Edelstein. Joa, perfekt. Was haben wir noch? Seidenwurzel. Euphorie destilliert zu extrem hoher Synapse, drei Züge. Komm, verkaufen. Traumnebel auch. Und das. Perfekt. Wir können noch was... Ja. Noch ein bisschen können wir was verkaufen. 87. Gut, 87. Ja, so ungefähr. Bitteschön. Do come again. Alle Händler pleite in der Stadt. Wer war das? Warum sind die alle pleite? Ich weiß es nicht. Warum? Ich hätte gerne noch mehr. Vielleicht hier drinne einer. Tochter der Dunkelheit. Warum? Ich glaube, wir müssen aufpassen, oder? Wir sollten mal speichern. Wir sollten mal speichern. Guck mal. I've found so many victims for Cazador here. They're the kind of people no one would ever miss. Okay. Cazador ist hier auch.
Was ist das für ein Laden? Riegel der für die Klitsche. An alle Bewohner von Freigos Klitsche, bitte benehmt euch die folgenden Regeln und nehmt sie, diese Regeln und die damit verbundenen Kosten sorgfältig zur Kenntnis. Erstens, Laken vor der Abreise ordentlich auf dem Bett falten, 2 Gold. Zweitens, kein großer Gestank, 3 Gold. Drittens, kein Trinkgeld für den Hausmeister, er wird sehr gut bezahlt, 5 Gold. Viertens, kein Verzehr von mitgebrachten Speisen, 2 Gold. Keine Spuren in der Latrine, niemals, 5 Gold. Okay. Reisende Grischka. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Room buggers. Certainly not bringing my trade there again. Okay, aber wir waren da. Nun ja, ihr Hohepriester ist gerade verstorben. Does that excuse being rude? Excluding folk? Nein, das ist kein Grund, aber man kann es verstehen. Started some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Ich dachte, Priester wären so höflich. Was ist euer Geschäft? Let me show you. Yay, noch mehr. Hier, ein Edelstein schon mal. Gut. Dann, wer konnte noch... Sie hat alles verkauft. Astarion kann was verkaufen noch. Perfekt. Den haben wir auch noch, bitte. Nein, erstmal zu Ende handeln. Ich war doof. Jetzt. Ja, und jetzt noch dieser Rest hier, bitte. Bis 1000, ne? Oh, wir werden einfach unsere Sachen los. Können wir dann noch Sachen aus dem Unsichtbarkeitsring nicht? Nein, wieso springt das denn immer? Das springt immer nach unten einmal. Jetzt habe ich, war ich drauf gefasst. So, da hätten wir alles verkauft, ne? Wir haben sonst nichts mehr, wenn ich hier so reingucke. Sie hat noch 500 und ein paar Tränke. Cool, wir kommen gleich wieder. Ja, ich würde sagen, freut mich auch. Wir speichern mal ganz schnell. Ganz schnell gespeichert und dann tun wir mal erstens das dahin. Dieser Hügelstärkentrank kommt doch hier nach Karlach. Das ist doch super. Elixier der Bosheit kann... Ja, weiß ich auch nicht. Tue ich erstmal dahin. Den Ring haben wir so. Ansonsten haben wir nichts. Hier ist auch nichts. Hier, das tun wir ans Lager senden, die beiden Sachen. Dann haben wir hier noch das. Wir haben noch 2 Schriftrollen, die da rüber können. Einmal hier und einmal blau müsste das sein, ne? Da oben. Zack. Perfekt. Von meiner Seite aus perfekt. Das auch alles den einen Charakter geben, ist ja eh schon fast überladen. Hier bitte. So, aber dann können wir ja mehr holen, ne? Mit Karlach. Wir gehen ins Lager. La 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 la. 500 hatte sie noch, ne? Können ein bisschen was verkaufen dann. Brief von Arabella. Die Tinte ist noch frisch, die Handschrift sehr sorgfältig. Hey ihr, ich schulde euch sehr viel. Zum einen weiß ich nicht, wie der Bauch einer Schlange von innen aussieht. Zum anderen
habt ihr mir erlaubt, in euren Lager zu bleiben. Und noch dazu habe ich herausgefunden, was mit Mama und Papa passiert ist. Ich bin jetzt allein und der Knochenmann sagt, dass das gut ist. Ich muss mich nur vom Gewebe leiten lassen. Und soweit ich das sagen kann, zieht es mich nach Baldur's Gate. Also gehe ich zuerst einmal dorthin. Naja, dann danke jedenfalls für alles. Ich werde es nicht vergessen, Arabella. Vielleicht haben wir sie dann auf unsere Seite. Das ist wirklich cool. Gut. Jetzt habe ich nur gesehen, was ist das denn hier? Jenna. Hi. It's me, Jenna. You remember me, right? I met you before and my mom hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Klar. Absolutely not. We've hit our quota for mangy strays. Tut mir leid, Kleinlein, keine Kinder kommen in 10 Jahren wieder. Natürlich könnt ihr bleiben, Jenna. Sucht euch einen Platz. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Gut, dass Asara nur gesagt hatte, nie, aber... Räubchen. I'm just a cat. Papa, please, talk to Jenna. Ich tu dir nicht. Wovor hast du solche Angst? Why are you so nosy? Weißt du, was mit Jennas Mutter geschehen ist? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend a last life. Okay. Darf ich dich streicheln? Please don't. Ist Jenna böse zu dir? Jenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Ja, was denn, süße Katze? Okay, wir werden dich nicht streicheln. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Das ist voll nett. Gut, wirklich voll nett. Wir wollten eigentlich auch die Reisetüre nehmen. Achso, mit den anderen. Wir können ja nichts mehr tragen. Wir könnten auch kurz mit allen reden. So Bell's chosen is a doppelganger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator playing with her food, or she fears what you might do. Good. Sie will uns Paranoiden machen, damit wir einen Fehler begehen. Exactly. The last time I fought doppelgangers, the Bellspawn Serevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin... He's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Ja, und das denke ich auch. Wie ergeht es euch ohne Hafner? You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies, every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Okay. Mit ihm zu einem. Ich würde gerne mehr über diese guten alten Tage hören. Would you? In time then. Perhaps once you found a rocking chair for me to doze off in. Gut. Ich wollte was anderes fragen. Stimmt, das hat ja schon mal gegen die... Ja, das hatten wir auch schon mal. Cool. Karlach. Copper for your thoughts. Der Imperator hat uns eine besondere Larve verschafft. Nee. Das hatten wir ja auch schon. Was mit ihm hier? Hello, my dear.
Hello, Asarion. Nee, er kommt mit. Ist ja sonst sehr nett. Kratzer, was hast du denn schon wieder? It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. And gut, alles gut. Was, Junge? Gut, dass du wieder da bist, wo du hingehörst. I just hope Dringo is fine. Mahia has a mean streak. Okay, ja, wir erzählen es ihm lieber nicht. In the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Dass ich die Hunde freilassen wollte und das ist nicht gut gelaufen. I am free from my bonds, but not my duty. The dead three are risen. The dead two remain. You must face them. I will help. Danke, dass du uns hilfst. Keeping very well, I hope. Ja, was werdet ihr tun, wo der Vater fort ist jetzt? Look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. 100 years in the Shadowfell. 100 years being murdered by Sharans over and over. It fills me with a rage I can hardly contain. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies for life. Okay. Ich möchte wissen, was zwischen euch und euren Vater Catherick geschehen ist. I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Selune as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selune came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then, and this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black, black, black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. He told me we'd be together now. Said Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors that plagued my home. He's gone now. But I suppose the man I knew died when I died. The man he became, that wasn't the father I knew. The one I loved so very much. Okay, ich glaube, das meiste davon hatten wir schon mal, aber ja, sehr traurig. Gail, was mit dir? Orin toys with us, where she could destroy us. Whatever her motivations, I hope she reveals them quickly. Ich weiß nicht, ob sie uns zerstören könnte, wenn sie jetzt angreifen würde. Das weiß ich nicht. Fate. Spins. Dost thou require a new ally? Wo's Arabella hin? The girl has left to hew her own path. She left behind a letter, as thou dost know. Hast thou other business? Ja, wir haben was zu tun. Ich hab nur gefragt. So, Schattenherz. Aren't you a sight for sore eyes? Oh, danke.
Die Schar-Jünger nutzen einen Ort namens Haus der Trauer als Deckmantel für ihre Anwesenheit, weil sie stehen. That's where we need to go. My parents are in there somewhere. Okay. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon your world. Ich will sie nicht unterbrechen, deswegen ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Ich glaube, eine besondere Larve, ja, sonst haben wir nicht. Für eine Weile schien sich zwischen uns beiden eine Romanze anzubahnen, aber wir haben uns nie so recht drauf eingelassen, nicht wahr? Ha? Warum sind wir doch? Very serious of you. Well, don't stand it. Hä? Ist das keine Romanze? Oder haben wir was verpasst? Warte mal. I suppose we didn't. Another life, perhaps. Hä? In einem anderen Leben und dann küssen sie sich. Vielleicht ist das jetzt weg, weil wir das angesprochen haben, aber. Hä? Vielleicht im anderen Leben. Ich glaube nicht, aber okay, gut. Oder vielleicht hätten wir was auslösen sollen und das ist verbuggt. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt da war. Will, was ist mit dir? Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Schade, Baldur's Gate hat ein... als ich Baldur's Gate verlassen habe, war es eine sichere Zuflucht. Da muss Gortash dahinter stecken. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step one. Create an army and order it to march on the city. Step two. Shut the gates in the name of security. Step three. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Ja, okay. Der Imperator verspricht unglaubliche Kräfte. Nee, komm. Danke, Will, für die Einschätzung. Aber ja, so wird das wahrscheinlich sein, weil... Ja. Damn, it's good to be alive. So, Karlach, wir plündern erstmal und verkaufen Sachen. Würde ich sagen. Oh, es nervt, dass das alles so klein ist. Es ist das Lager nicht so riesig über dem Bildschirm. Wird noch nach rechts ziehen können und dann so, vor allen Dingen, wenn man das lang gezogen hat, dass das so bleibt, das wäre cool, so Einstellungen belassen oder so. Eine Narrenkappe und sowas, okay. Mal gucken, wo sind denn die Sachen, die wir verkaufen können? Ritterrüstung. Die könnte man verkaufen. Löwenherzgewand und so. Die nicht. Die wollten wir auch noch behalten. So viel haben wir ja dann doch nicht zu verkaufen, oder? Waren nicht irgendwo die Sachen? Ja, hier sind ein paar Sachen, aber die wollten wir auch behalten, ne? Okay, doch kein Ramsch mehr hier. Sortieren nach Typ. Wir können dann aber Sachen anziehen. Warte. Hier ist was Cooles. Rückenfreie Eleganz. Shadowheart, oder? Kriegt das hier, bitteschön. So, Kleidung von Schattenherz können wir dann mal hier reintun. Bei Astarion habe ich auch was Cooles. Warte mal, lass mal gucken.
Ja, das sieht doch cool aus, oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Bei Ihnen hier. Das sieht auch cool aus, aber Ihnen steht doch bestimmt das hier besser. Ah, das sieht man ins Inventar rein tun muss hier. Ihnen steht das hier, oder? Ja, perfekt. Das gefällt ihm bestimmt. Die Frage ist, haben wir noch Schuhe? Keine Ahnung, wir werden erstmal gucken. Sie hat ja das. Was ist mit denen hier? Wir werden mal ein paar Sachen ausprobieren, einfach so. Sieht aus wie Legend of Zelda. Ich weiß nicht, alles so, ne? Was ist, wenn sie Schattenherzrüstung ankriegt? Ein bisschen besser als alle, ja, ich weiß nicht, vielleicht dann so. Wir haben hier noch ein penibles Gewand. Wir sehen so aus, ne? Was ist denn penibles Gewand? Erstmal bei Karlach gucken. Ja, nee, weiß ich auch nicht. Bei uns bestimmt gut. Aber eigentlich ist das für ein Baden eher, ne? Ja, gut, ist okay. Oberteil, Unterteil finde ich nicht so gut, aber ja, gut. Und was hier mit? Ja, sieht ein bisschen besser aus als das andere, aber Schattenherz-Dings ist auch cool. Hier, Löwenherzgewand. Ja, das ist bestimmt perfekt. Hier, zack. Gut, kriegt sie das. Gucken wir noch, haben wir noch andere Sachen davon? Trauergewand, wie sieht denn das aus? Das vielleicht auch. Oder das? Nee, das ist mehr so eng. Ne? Für Schattenherz eher hier. Cool, zuverlässige Stiefel. Sind ein bisschen bunt oder so, ne? Ein bisschen bunt, aber gut. Nee, bei uns ist schon das hier. Wir haben ja schon spitze Schuhe, ne? Die sind cool. Was mit Astarion vielleicht? Ja, ist okay. Ist okay. Schattenherz hat diese Sandalen. Die sind auch okay. Gerbers Wonne. Wir haben noch ein paar hier, ne? Gerbers Wonne. Was ist das? Geschmackvolle Stiefel. Alles geschmackvolle Stiefel. Aber die hier passen doch besser hierzu, ne? Ja. Dann haben wir hier noch geschmackvolle Stiefel. Vielleicht hierfür. Ja, besser als diese hier. An das Lager bitte. So. Was haben wir denn noch? Geschmackvolle Stiefel hier. Die sind doch auch für Shadowheart ein bisschen besser. Mal gucken. Ja, finde ich okay. So. Jetzt haben wir aber ausgerüstet, oder? So laufen die hier rum jetzt. Perfekt, fast. Hier wäre vielleicht die Hose, aber das soll ja zusammenpassen. Naja, ich weiß nicht, aber gut. Ja, wir haben dann nichts mehr in der Truhe. Was gut ist, dann gehen wir wieder zurück. Lager verlassen. So, in der Stadt laufen wir aber auch wieder normal rum. Ja. So. Wechselt sich das nicht dann automatisch? Ich habe keine Ahnung. Klitschen Mieterliste. Niedergeritzte Aufzeichnung zu Gästen, bedeckten Seiten voller Tinte und Fett und wissen die Götter was noch. Name, bin ihr Aufenthalt unbestimmt, bezahlt in einen 10-Tag. Name, Ephion, Goldmal, Aufenthalt einen Monat, bezahlt bis einen 10-Tag im Rückstand. Name, Grischka, unsicher. Bezahlt bis in 5 Tagen. Name Rosanna. Aufenthalt keine Sekunde länger als nötig. Bezahlt bis in 2 Tagen. Okay. Abenteuer drin.
bloody ages we spent hiking from Murren. And they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Okay. Warum lassen sie euch nicht rein? The bridge guards had some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Ja, okay, gut. There's not even any goddamn dragons round here to slay. Bet they let us in then. Dann erschlag doch einen Drachen. Abenteuerin Rosenna. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Uns wollte man auch nicht reinlassen. Erst Gortash gesagt hat, komm doch zu Dings, und der will wahrscheinlich nichts Gutes von uns. Nichts Gutes möchte er. Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Ich habe tatsächlich ein wenig Hunger. Was habt ihr? Cool, ein bisschen Gold hast du auch noch. Dann verkaufen wir mal das. Dankeschön. Jo, das war's dann. Dankeschön. Und wieso schlicht der eine hier rum? Wo ist denn der Typ? Da. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Ich suche einen Mörder, einen Zwerg in Rot gekleideten, genau wie ihr. How dare you accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. Ich bin mir nicht so sicher. Sieht auch aus wie ein Zwerg. It is you, most definitely not anyone else. Salutations and hello and whatnot. Ich bin ganz gewiss, ich hab dir jemanden erwartet. Sir Frego Antuna. A most generous soul, I assure you. Gut. Lassen wir den vorerst gehen, den Halbling, der kein Zwerg ist. Ich bin ja nicht so sicher. Hier ein Zwerg, Arbeiter Bernier. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Nee. Was ein Stahl will, den traue ich nur so weit, wie ich werfen kann. Oi, I'll second that. It's all right where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Was ist, wenn die durchdrehen? Was sie werden, weil das ja wahrscheinlich der Plan ist. Dalira. We should go. I do not want to face the master if we're late for his black mass. Soon, sister. I only need one more mark. We have enough for the master. No more needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. Das sind Vampire, oder? I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom. And you believed him. Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion? It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, Dahl. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Wir sind hier, um Cazador zu töten. Nur dann werdet ihr frei sein. Sagt uns einfach, was ihr über das Ritual wisst. You can't mean that. He's playing mind games. He can't raise a hand to the master, let alone kill him. You have no idea what I can do. Astarion. Is he hiding? Tell me!
Dann bringt doch keine Unschuldigen. Redet oder verbrennt ganz wie ihr wollt. Überzeugen Asarin hört auf. Den können wir nicht überzeugen. Ich habe so das Gefühl, er wird umgebracht werden. Fein. Macht euch nicht zum Mörder. You owe your wretched life to my friend. Now tell me what I need to know. The master is preparing the Black Mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time. Hidden from us all. Do you really think you can stop him? I'm the only one who can. The sun can't harm me. Cazador can't compel me. I don't need to fear him anymore. Now go, before I change my mind about roasting you, brother. This isn't over, Astarion. Poor fools. They actually think Cazador will save them. Das wird er nicht. Ich bin froh, dass ihr sie verschont habt. Sie werden ihn vor uns warnen. Wir hätten sie töten sollen. Ich bin froh, dass ihr sie verschont habt. You sound surprised. I am capable of doing the right thing from time to time. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Worst of all, they don't know their fate's already set. They're doomed. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or serve a greater purpose. Seven sigils on seven spawn. And Cazador has the other six. We have to face him and take that power for ourselves. Die sechs sind eure Brüder und Schwestern. Seid ihr bereit, sie zu opfern? Trust me, I'd rather slaughter someone else's family, but if that's what it takes. And it's not like they're sweet innocents. They brought Cazador just as many victims as I did. You're not getting sentimental, are you? I thought you were with me on this. Ich bin auf deiner Seite. Wir gehören zusammen und ich passe auf euch auf. I knew I was right about you. You're a true friend. And now we know he's skulking beneath his palace. We can take the hunt to Cazador. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Okay, gut. Das war also, ja, gut, das waren die Vampire. Mit denen hatten wir auch geredet. Wir klauen natürlich nichts. Können wir da hoch? Wahrscheinlich, aber gerade erstmal hier noch weiter gucken. Hier geht es dann auch nur raus und runter, aber das sollten wir dann auch nicht aufmachen. Hier hätten wir Tabletten mit Schwämmen. Gut, dann waren wir hier auch schon. Dann lass noch hier hochgehen. Es macht so viel Bock, hier heute alles zu erkunden, ne? Gut, hier ist nichts, würde ich sagen. Reisetruhe, Bananen, sonst irgendwas. Okay. Das würden wir auch wieder klauen. Oh Mann, nee. Nächster Durchgang, ein diebischer Durchgang. Alles und jeden bestehen. Damit man gucken kann, was da drin ist oder so. Ach, mit dem Spiel kann man so oft durchspielen, ne? Ich liebe das jetzt schon. Also schon die ganze Zeit, eh schon. So, ein Haus hätten wir. Den Gang hier hätten wir. Unser Lager hätten wir auch. Hier oben. Können wir nochmal schnell gucken.
Das ist ja da, wo wir rausgekommen wären, hätten wir es geknackt. Ja, hier dürfen wir eh nichts klauen, anfassen oder so. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hier ist auch nichts zu entdecken. Okay, gut. Keine versteckten Planken oder sowas. So, Bürger. Hier könnten wir auch nochmal runter schauen. Und dann geht's das nächste Mal hier rein. Vielleicht finden wir auch noch einen Händler, wo wir uns neue Sachen kaufen können, eindecken können. Wir haben jetzt so viel verkauft. Nee, hier wird man auch nur klauen. Hier ist auch nichts. Gut. Also das nächste Mal hier, wenn ich gucke, oh mein Goodness. Schon fast eine Stunde. Wir müssen aufhören. Die Folge ist viel zu lang. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Danke fürs Zuschauen bis hierhin. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, Like nicht vergessen. Aber Abonnement, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und immer die neueste Folge sehen könnt. Also mitkriegt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Tschüss, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.